Hallo und herzlich willkommen alle miteinander. Heute sind wir mal raus ins Grüne. Es ist Mai, die Bäume blühen und nach den Regenfällen der vergangenen Tage zeigt sich der Rasen in sattem Grün. Keine Sorge, das wird jetzt nicht die Stunde des Hobbygärtners, sondern ein Gedanke zum Aufblühen für euch. Ich grüße unsere Gemeindeglieder in Thuningen und Thalheim, unsere treuen Freunde in der Pfalz und alle, die heute zum ersten Mal bei uns vorbeischauen. Bleibt dran, es lohnt sich. Wir singen gleich miteinander das Lied zur Jahreszeit schlechthin, wie lieblich ist der Maien. Heute singen wir zwei Gesangbuchlieder, deshalb bitte ich euch, euer Gesangbuch aufzuschlagen. Die Nummer 501, wie lieblich ist der Maien. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Wie lieblich ist der Maien, aus lauter Gottes Güte, dass sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. Die Tiere sind Bäume springen, mit Lust auf grüner Weid. Die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein. Die blüht so Frucht der Meere, lass sie ersprießlich sein. Es steht in deinen Händen, dein Macht und Geld ist groß. Drum sollst du von uns wenden, mit Hauch aus Reich und Schloss. Herr, lass die Sonne blicken ins finstere Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein. Die Größe muss zu haben, allein an deinem Wort, das mich im Kreuz kann laben und weiß des Himmels fort. Mein armer Leben vollbringen, zu Lob den Namen dein, und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein. Ihr Römlein, lass aufgehen von Tugend mancherlei, damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sein. Wir feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir beten. Wir loben und preisen dich, Jesus Christus, unseren Herrn, dass du uns begegnen willst. Du kommst mit deiner frohen Botschaft zu uns. Wir bitten dich, nimm alle unsere Sorgen für diese Stunde in deine Obhut und sammle unsere Gedanken, damit wir frei sind zum Hören auf dich. Öffne unsere Ohren und Herzen, damit wir dein Wort hören und dich in uns aufnehmen. Komm und wirke an uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Alles neu macht der Mai. Den Spruch kennen wir alle. Und wenn ich mich umschaue, dann wird mir klar, wie es zu diesem Spruch kam. Alles blüht, alles grünt, alles wächst. Die Erde wandelt ihr Aussehen von braun zu grün. Die Bäume erwachen aus dem Winterschlaf und treiben Blüten und Blätter. Alles wird neu. Alles? Wirklich alles? Was ist mit uns Menschen?
Ja, auch wir versuchen mit Löwenzahnsalat, Rohkost oder einer Saftkur unseren Körper wieder in Schwung zu bringen, dem Winterspeck zu Leibe zu rücken, dem Corona-Bauch oder wie auch immer wir die Bereiche nennen, an denen wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten runder geworden sind. Wenn die Sonne scheint, fällt es leichter. Sie lockt uns hinaus ins Freie zum Spaziergang, zur Radtour, zu Sport und Bewegung an der frischen Luft. Doch schon bald stellen wir ernüchtert fest, so ganz auf Anhieb klappt es mit dem Abnehmen nicht. Und selbst wenn das klappt, eine Erneuerung bedeutet das nicht. Selbst wenn wir es doch geschafft haben und beim Treppensteigen merken, dass wir wieder fitter geworden sind und die Hose nicht mehr zwickt, wir sind und bleiben die Alten. Neu anfangen, noch einmal von vorn beginnen, dies oder das oder am besten alles noch einmal ganz anders machen können. Wie viele Menschen träumen davon und wie viele sehnen sich regelrecht danach. Die gute Nachricht heißt, neu anfangen ist möglich. Mit Ostern hat nämlich etwas Neues angefangen. Mit der Auferstehung von Jesus ist etwas Neues in diese Welt gekommen. In das Dunkel des Todes, das alles überschattet, ist der Lichtstrahl von Gottes Hoffnung hineingefallen und macht alles hell. So glauben wir es, so bekennen wir es. Aber wie sieht es in uns drinnen aus? Lebt in uns die Hoffnung oder lebt in uns die Angst? Wer regiert? Ich mache es konkret. Heute vor 77 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Morgen, am 9. Mai 2022, könnte der Dritte Weltkrieg beginnen, weil der Präsident von Russland sich in einem Wahn befindet, der ihn von einem Irrsinn zum nächsten treibt. Die Angst greift um sich. Sie greift nach allen, auch nach uns Christenmenschen. Aber Gott hat etwas gegen die Angst, Hoffnung und Geborgenheit. Ich finde sie zum Beispiel im Wochenspruch für die neue Woche. Über den will ich heute sprechen. Er steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 und er heißt: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da haben wir sie, die Erneuerung, von der ich vorhin gesprochen habe, und mit ihr die Hoffnung, die wir brauchen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus redet hier von einem geistlichen Geheimnis. Er packt die Aussage in zwei Sätze. Ich beginne mit dem ersten. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, also eine neue Schöpfung. Der Monat Mai, ja, der heutige Tag ist eigentlich der ideale Moment für dieses Bibelwort, wo um uns herum alles zu neuem Leben erwacht. Und wenn in der Schöpfung so eine Kraft zur Erneuerung eingegeben ist, wie viel mehr hat der die Kraft zu erneuern, der das alles geschaffen hat? Gott erneuert uns durch Glauben. Er weckt uns aus dem Winterschlaf. Er haucht uns neue Lebensfreude ein. Die Bibel sagt, er macht uns neu. Und ich frage, wie soll das gehen, wenn man 20 oder 30 Jahre alt ist, 40 oder 50, 60 oder 70? Die Antwort der Bibel heißt, Gott schafft uns von innen heraus neu. Durch Glauben pflanzt er etwas in uns ein, das sich ausbreitet und unser ganzes Leben erneuert. Unser Denken, unser Fühlen, unser Hoffen, ja, sogar unser Bangen. Es ist Jesus, den Gott in uns einpflanzt. Durch Glauben kommt er in uns und wir in ihn.
ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, sagt Paulus. Wieder eine Frage: Wie sind wir in Christus? Antwort: Durch Glauben. Durch Glauben werden wir in die Gemeinschaft mit Jesus hineingenommen. Wir gehören zu ihm. Die Bibel sagt, die Christen sind der Leib Christi auf Erden. In Christus sind wir neu und Jesus breitet sich in uns aus. Denken wir zurück. Nach dem ersten Ostern breitete sich der Glaube von Jesus über die Welt aus. Und nun übertragen wir das auf uns. Wenn wir durch Glauben zu Jesus gekommen sind, kommt er zu uns und dann breitet er sich in uns aus. Dann geschieht die versprochene Erneuerung. Gott verspricht es. Durch Jesus in uns werden unsere Gedanken neu, unsere Gefühle werden geheilt, sogar unsere Ängste besiegt. Gott verändert uns, er schafft uns neu. Aus Zweifel wird Glaube, aus Traurigkeit wird Freude, aus Angst wird Zuversicht. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Schauen wir in die Natur. Die Bäume haben auch nicht über Nacht alle Blätter dran und schon gar nicht alle Früchte. Früchte müssen wachsen. Aber das wissen wir, wenn es einmal losgegangen ist, hört es nicht mehr auf. So ist es mit jedem Menschen, der an Gott glaubt auch. Jesus kommt zu dir und dein Leben beginnt sich zu verändern. Davon redet unser Wochenspruch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und am Ende ist es so, wie der Wochenspruch sagt, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ganz ehrlich, manchmal hat man als Christ auch Wachstumsschübe. Nach einer Dürrephase scheint alles ins Stocken geraten zu sein. Ich kenne das auch, es gehört dazu. Aber heute lässt Gott es auf uns regnen. Er lädt uns ein zu einem geistlichen Mairegen, wo er unseren Glauben erfrischt, düngt und gießt, indem er uns Jesus wieder groß macht. Jesus, der in uns ist und der sich wieder ausbreiten und in uns wachsen will. Lass ihn ein, lass ihn zu. Es ist Mai, es ist Gottes Mai, auch bei dir. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst und dass du mit uns neu angefangen hast. Breite dich in uns aus. Lass Glauben in uns wachsen. Wecke Mut in uns. Mut und Glaube. Glaube und Vertrauen, dass wir uns mit allem, was uns bewegt, dir anbefehlen, dass wir uns von dir erneuern lassen, wie dein Wort es sagt. Segne alle, die zu dir und zu deiner Gemeinde gehören, hier bei uns und auf der ganzen Welt. Herr, erbarme dich über unsere Welt. Wir bitten inständig, gib Frieden in der Ukraine, bewahre uns den Frieden für uns und unsere Kinder. Wir hören nicht auf zu flehen, bis die Waffen schweigen. Überlasse unsere Welt nicht den Mächten des Bösen, zeige du deine Macht. Amen. Alle unsere persönlichen Anliegen bringen wir vor Gott, indem wir nun miteinander das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Miteinander singen wir nun das Lied 432 aus dem Gesangbuch
Gott gab uns Atem, 432, 1 bis 3. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir verstehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Ich lade euch herzlich ein zu unserem nächsten Gottesdienst von Kirche zu Hause. Kirche zu Hause, vierter Sonntag nach Ostern aus Tuningen. Am besten abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr keinen unserer Gottesdienste. Und nun geht in diese Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.